Und das Ganze hat ja angefangen mit einer Frau, einer jungen Frau aus Schweden. Und als die in Katowice ihre Rede gehalten hatte, habe ich versucht, aus den Kernaussagen ihrer Lieder, ihrer Thesen, die sie da vorgetragen hat, auf dieser Weltklimakonferenz in Katowice, ein Lied zu machen. Und das ist dieses Lied geworden. Es heißt Greta. Eine mutige junge Schwedin redet zur Welt, kämpft um Zukunft, die, was sie verspricht, am Ende auch hält. Sie kämpft nicht nur für sich, sondern für ihre Generation. Was getan werden muss, das weiß sie längst schon. Sie weiß mehr als andere, die so viel älter schon sind, die für klüger sich halten und sie für ein unreifes Kind. Hört man ihr zu, hört, was sie meint und hört, was sie sagt. Wer zeigt es, indem er sein eigenes Tun hinterfragt? Denn es ist höchste Zeit, es bleibt keine Frist mehr bis später. Lasst Dummschwätzer reden und reden und hört hin, redet Greta. Sie ist stark wie Jeanne d'Arc, mit Mut und Verstand, und sie nimmt das, was sie tun kann, selbst in die Hand. Sie bleibt nicht mehr nett, wenn man sie auf Seite schiebt. Sie will es nicht sein oder werden und wird doch beliebt. Sie sagt, was sie denkt, was sie auffällt, sagt, was sie sieht. Ist für gar nichts zu klein, das ist der Unterschied. Erwachsenenregeln sind für sie kein Gesetz. Sie sagt, was zu sagen ist, sagt es wie ihr gerade jetzt. Denn es ist höchste Zeit, es bleibt keine Frist mehr bis später. Lasst Dummschwätzer reden und reden und hört hin, redet Greta. Schule versäumen, bei Großen sich unbeliebt machen. Sie will gegen Klimazerstörung Entrüstung entfachen. Deshalb spricht sie Klartext, den man gut versteht. Und dass man was tun muss, damit's nicht so weitergeht. Bei den Großen und Mächtigen sucht sie vergebens nach Mut, die Wahrheit zu sagen, warum man nichts ändert, nichts tut, warum man die Umwelt zerstört und mit Leid dies bezahlt und die deutlichen Warnungen ignoriert und grell übermalt. Denn es ist höchste Zeit, es bleibt keine Frist mehr bis später. Lasst Dummschwätzer reden und reden und hört hin, redet Greta. Sie macht sich nichts leicht und auch euch nicht bequem. Sie stellt Fragen, will Antworten und hinterfragt das System. Euch gehen die Ausreden aus dafür, dass sie nichts tut. Läuft die Zeit ab, wird die doch knapp, besser, wenn man nicht ruht. Nehmt mit Greta zur Kenntnis, wen ihr wen ignoriert. Doch macht unmissverständlich klar, wenn nicht bald was passiert, wird sich manches verändern, ob's euch passt oder nicht. Echt die Macht haben Menschen, hört zu, was Greta spricht. Denn es ist höchste Zeit, es bleibt keine Zeit mehr später. Lasst Dummschwätzer reden und reden und hört hin, redet Greta. Wenn ein Opa ihr nun mit Begeisterung von Greta singt,
dann aus Ärger darüber, dass Mächtigen gar nichts gelingt, dem es peinlich ist, wenn ihr den Kindern in 50 Jahren sagt, damals in unserer Jugend, da haben unsere Eltern versagt. Die Kinder werden wirklich auch heute von ihren Eltern geliebt, auch wenn man gerne das, was jetzt zu tun ist, auf morgen verschiebt. Darum lasst euch nicht die Zukunft von Erwachsenen stehlen und lasst euch auch nicht, ihr wäret zu klein, von ihnen erzählen. Denn es ist höchste Zeit, es bleibt keine Frist mehr bis später. Lasst Dummschwätzer reden und reden und hört hin, redet Greta. Das war ein Blick zurück in die Anfänge von Fridays for Future. Zum Auslöser sozusagen.